Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft von der Sommer Staffel 2 mit der Minecraft Version 1.2.4 in einem fast fertigen Haus mit nur noch einem einzigen Loch in der Decke, das ich im Moment mangels Holz auch noch nicht schließen kann. Aber ich habe ja diesen wunderbaren Werkraum geschaffen mit allen möglichen Vorräten. Und da habe ich natürlich noch Holz in der Kiste. Erde habe ich auch. Ich kann mir also auch einen schönen Turm da bauen, dass ich da auch rankomme. Und dieses eine kleine Loch. Die Ranken müssen vorher weg. Vielleicht brauche ich gar keine Erde. Und dann sollen mal eben die Ranken da weg. Da komme ich so nicht mehr ran. Weil so mitten in der Wohnung Ranken ist nicht das, was ich möchte. Und deshalb werde ich die jetzt auch nochmal eben kurz beseitigen. Dupp-di-dupp-di-dupp. So mitten in der Wohnung. Grün ist ja schön, aber... Nö. Nicht an der Decke. Das hängt nachher irgendwie bis unten hin. Das sieht dann doof aus. Will ich nicht. So, auf der anderen Seite ist auch noch was. Gut ausgeleuchtet ist das, diese Halle hier auf jeden Fall. Ich habe nur, nachdem ich sie nun fertig gebaut habe, festgestellt, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier reinbaue. Vielleicht ja eine Mobfalle. Groß genug sollte sie sein. Tagsüber wird da dann nicht so viel passieren, weil dort einfach zu viel Licht reinkommt. Tja. Hier muss natürlich auch noch Fußboden hinein. Na, so. Da komme ich auf jeden Fall schon mal dran. So, ein rankenfreier Raum. Riesengroß. Ohne jeden Sinn und Zweck, aber es hat relativ viele Folgen gedauert, bis er denn endlich mal fertig war. Hier war schließlich alles voll mit Stein. So, gute Nacht, ihr Lieben. Ich lege mich derweil einmal hin. Warte, bis es jetzt wieder hell wird. Ein Schlafzimmer könnte natürlich auch da rein. Man könnte das auch noch unterteilen in mehrere Räume. Links kann man bestimmt auch noch das eine oder andere unterbringen. Wir brauchen noch einen Alchemieraum, wir brauchen eine Bibliothek mit Zaubertisch, wir brauchen noch einen Raum fürs Portal. All das wird irgendwie hierüber erreichbar werden. Und jetzt habe ich Folgendes vor. Ich habe ja bisher 0 Redstone gefunden. 0. Ich werde also, ich habe aber einen zweiten Ausgang zu der Höhle direkt unter dem Haus gefunden. Ja, gebaut habe ich den auch. Wo es dann noch in eine richtige Höhle geht, nicht so eine vermiente Höhle. Und ich glaube, ich habe nicht schlecht Lust, mir da einfach mal eine Art, obwohl ich Wiege aus Keks, nein, Kekse, nein. Boah, Wege aus Kies mag ich eigentlich jetzt selber nicht so. Kies ist bei mir mehr so für, naja, da gibt es halt Flintstone drin und Kies ist auch schön für Lavaseen zumachen. Kies ist auch schön für Unterschienen und so, aber Wege baue ich eigentlich lieber aus Sand. Das heißt, ich werde mir gleich ein bisschen Sand kloppen, Schaufel mitnehmen. Schaufeln, Spitzhacken und ich werde mitnehmen Fackeln und Cleanstone. Und vielleicht den ein oder anderen Setzling noch und Axt. Ich geiz jetzt mal nicht rum. Ich habe in meiner Schatzkiste jede Menge Eisen. Ein bisschen davon will ich jetzt auch verwenden. Für Werkzeug hatte ich Stickies, 8 Stück. Das ist jetzt nicht ganz so arg viel, aber ich habe noch Holz.
Da mache ich mal eben Stickies drauf, draus und werde mal anfangen jetzt mit einer kleinen Spitzhacke und einer zwei Schaufeln. Eins, zwei und ich werde mir einfach auch noch eine zweite Axt dazu basteln. Die Schwerter sollten reichen. Ich wollte jetzt noch Fackeln, habe ich noch. Im Zweifel kann ich noch welche craften. Das Eisen kann also zurück in meine kleine Schatzkiste. Baumaterial ist unten drin. Nein. Verklickt. Verklickt und zugenäht. Ja, Stufen. Cleanstone-Stufen gibt es, glaube ich, nicht. Ich habe das alles nicht so auswendig gelernt. Nee, gibt's nicht. So, wieder aufnehmen bitte. Danke. Also nehme ich nochmal 22 reichen. Vielleicht, wobei... Doch, Steinstufen sind Steinstufen. Oder muss man gucken, vielleicht mache ich daraus auch Sandstufen. Vielleicht reichen 11 auch schon. Hallo ihr. So, mein erster Weg führt geradewegs in Wüste Gefilde. In die Wüste, die ist ja nicht ganz so weit weg. Hallo hier draußen. Das gefällt mir irgendwie immer noch nicht. So vielleicht besser. Irgendwie immer noch nicht. Ich weiß das nicht. Irgendwas ist hier doof. Den kann ich da nicht setzen. Irgendwas gefällt mir da immer noch nicht. So ist es auch nicht so viel besser. Na, das geht erstmal schon mal gar nicht. Irgendwie. Na, vielleicht hätte ich das auch einfach aus Stein machen müssen. Aus Clean Stone. Habe ich einen Fisch dabei? Ja! So, das ist eine günstige Gelegenheit für meine kleine Mieze Otzi, einen Gefährten zu suchen. Zack, das ist ein Baby Otzi, aber da ist Mama Otzi. Renn doch nicht weg hier, hallo, ich habe Fisch für dich, extra frisch aus der Truhe. Ja, kleines liebes Otzilein. Noch nicht? Nein? Nein? Ach bitte! Ach schade! Gut, das war zu wenig Fisch. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nö, habe ich glaube ich nicht. Ja, Fisch. Kommt man zwar eigentlich einfach ran, aber manchmal dauert das ganz schön lange, bis man irgendwie... Und die Ozelots sind ja auch irgendwie recht anspruchsvoll. Die lassen sich ja nicht von jedem mitnehmen. Das erinnert mich an frühere Besuche in der Diskothek. So. Ja. Okay. So, bisschen Sand. Ich brauche ein bisschen mehr Sand. Also, mehr mit EH. Ah, nein, Mist, das wollte ich nicht. Ich will hier keine Landschaftsverunstaltung begehen. Nur so ein bisschen so, dass es nicht so auffällt. Na, falsches Werkzeug. Gar kein Werkzeug. Keine Landschaftsverunstaltung, immer so abbauen, dass das noch einigermaßen... natürlich jetzt nicht, aber Landschaftsgenerator generiert aussieht. Gelingt natürlich nicht immer. Ist mir schon klar. La 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 la. Upsala. Okay. Ist mir aufgefallen, ich finde irgendwie in dieser Gegend gibt es sehr viel Sand, der einfach so in der Luft hängt. Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Sand abbaut, dass man da nicht dann irgendwie mit runterfällt, weil auf mal der Boden nachgibt. Aber das ist ja... Boah. Einmal ist mir das passiert irgendwie, das war... war das in der... Der für den Wolf tanzt Folge, ich weiß das nicht so ganz genau.
Aber das hatte dann nicht so ganz schlimme Auswirkungen. So. Ich weiß nicht, wie viel habe ich jetzt. Ah, naja, gut, okay. Da auch lang. Zack. So. Okay. Eisenschaufeln. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? Ja, ich bin mal der Auffassung, das soll reichen. So, das heißt, werde ich jetzt erst noch nach Hause gehen oder werde ich gleich weitermachen? Es ist ja schon so ein bisschen, wird es ja gerade düster schon. Und dunkel ist nicht gut. Nicht im Dschungel. Also in der Wüste kann man schon mal so eine Nacht überstehen, habe ich inzwischen gemerkt. Wenn man ausreichend bewaffnet ist und vielleicht auch noch eine schicke Rüstung anhat, ist das gar nicht so problematisch. Ach, ich liebe Dschungel. Das, also Dschungelbiom ist schon eines der schöneren. Was ich noch vermisse, wäre sowas wie so Utah-mäßig. Wer jetzt nicht weiß, was ich meinte, einfach mal Grand Canyon eingeben bei Google Bildersuche oder Utah oder was auch immer. Der ist mir noch ein bisschen zu unspektakulär. Also ein bisschen... Also es fehlt noch irgendwie hier so einer, der hier so lang geht. Und da ich sowieso jetzt den Weg noch nicht bauen kann, ich weiß jetzt auch, warum der fehlte, soll mich aber jetzt mal eben nicht kratzen. Ich kann da ja gleich wieder raus. Ich mach das jetzt einfach mal hier, weil es gibt ja nichts Blöderes, wenn man Dinge nicht so toll findet. Dann muss man sie einfach ändern. Auch in Minecraft gilt das. Zack und zack. Zack, 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 zack. So. Und noch eine Fackel. So, hier geht's wieder raus. Ja, okay. Kann ich irgendwie inzwischen mit leben. So, wo soll das dann lang gehen hier? Nimm mal die Schaufel zur Hand, bitte. Tack, tack. So, da soll's lang gehen. Hier muss ich erstmal noch, nur ein Tief das Ganze machen. Da soll's lang. Oh Gott, hoffentlich haut das alles hin, wie ich mir das gerade denke. Da. Da. Bitte geh, geh. Ja, geht. So, irgendwo da soll dann herauskommen. Upsala. So. Jetzt da bitte nur nach rechts fließen. Ja, das sieht doch schon ein bisschen schicker aus. So. So, da muss ich nochmal einmal gucken. Na, geh schon weg. Auch das geht genauso. So. Jetzt habe ich natürlich keinen Eimer dabei, weil... Gut, das ändere ich dann am nächsten Tag mal eben. Finde ich aber schon besser. Ein bisschen Finesse reinbringen hier in die Landschaft. Das ist schließlich unsere Heimat hier. Da müssen wir auch sehen, dass wir das da so ein bisschen schick finden. Es tut mir leid. Ich hatte sie fast. Ja, ich hatte sie fast. Und dann aber vier Fische, die war ganz schön verfressen. Ja, ich kann da nichts für. Das arme kleine Katzenviech sitzt da seit Wochen. Seit Wochen. Völlig einsam und alleine. Hat sich auch wahrscheinlich schon den Hintern bunt gesessen. Ich wollte doch einen Eimer mitnehmen. Eimer dürfte in meiner Werkzeug- und Rüstungskiste sein. Ist der in der Schatzkiste? Nein, da gehören Eimer nicht hin. Und wie schlau von mir. Sogar... gefüllt. Was glaube ich nicht geht, ist, dass ich da Milch reinkippe.
So quasi als... Puh, keine Ahnung. So, gib mir mal bitte den Eimer bitte direkt in die Hand. Da tausche ich mal eben den Bogen gegen den Eimer. So, Eimer ist da. Und jetzt machen wir das dahin. Das hat jetzt nicht ganz so viel gebracht. Ah, wo mache ich das? Mache ich das jetzt dahin? Hat jetzt auch nicht ganz so viel gebracht. Sieht nur ein bisschen unnatürlich aus. Dann eben dahin. Oh Leute, hier muss doch Wasser hin. Kann ich statt... Nee, so ging es nicht. Jetzt habe ich das nur scheiße gemacht. Dann eben da. Bringt auch nichts. Und dann lassen wir den aber da zumindest. Na, da habe ich die Wasserphysik. Ist eine Sache, die ich noch nie verstanden habe. Lalalala. 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 Ach, wie schön beruhigend. So, also... Egal wie, da kommt jetzt Wasser hin. Das hier finde ich auch noch ein bisschen merkwürdig, aber okay. So, Entschuldigung, ich scheine gerade ein bisschen eine dichte Nase zu haben. So, das haut natürlich jetzt auch alles nicht hin und war wahrscheinlich mehr das Dümmste, was ich tun konnte. Das Wasser hier jetzt schon einen tiefer zu bauen. Mache ich auch nicht nochmal. So, aber irgendwo muss ich doch jetzt hier bitte... Also Leute, das muss jetzt sein. Ich hatte eigentlich was ganz anderes vor. Ich will da lang. Ich hatte was ganz anderes vor. Ich wollte den schönen mir einen Weg zu der anderen Höhle bauen. Aber hey, das riecht mich gerade auf. Das muss jetzt einfach mal, da müssen wir eben die Fronten klären hier. Nicht mit mir. Upsala. Nee. Nicht das Schnitzel ins Wasser tun. So. Ist dieser Absatz da immer noch drin? Ja. Aber der ist jetzt... Nein. Ach. Ich will das hier einigermaßen so haben, dass ich das gut finde, Leute. So, und ich glaube... Da muss auch noch. So, ich glaube, jetzt kann ich einigermaßen damit leben. Da fehlt mir noch was. Na gut, noch zwei Eimer, dann sollte es soweit sein. Wahrscheinlich ist dann gleich der ganze Fluss stillgelegt, also ohne, dass er fließt nur noch. Ich will aber einen fließenden Fluss haben und das hier finde ich merkwürdig. Da muss ich doch mal eben einschreiten. So, Schaufel, weg damit. Da ist jetzt wahrscheinlich so ein Absatz drin, ne? Okay. So. Geht das? Wie das hier fließt, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ach, da ist eine Höhle, ne? Das ist natürlich nicht so gut. So, das macht natürlich... Jetzt muss ich das mal eben hier einmal bitte so machen. Das ist... Komm, geh da hin. Einfach nochmal eben ganz kurz ganz stilllegen. Damit diese blöden Absätze da alle raus sind. Ich hätte mir natürlich vorher jetzt vielleicht eine unerschöpfliche Wasserquelle bauen müssen. So, jetzt bitte von hier anfangen. So. Irgendwie fließt das noch nicht so, wie ich das will. Aber... So. Da. Kann ich da irgendwo Wasser nehmen? Nein, okay. Ich bin zu kurz gesprungen. Ach, das wird wieder eine der langweiligen Folgen. Jede Menge, überall, möglichst viel sinnloses Zeug ausprobieren. Und an Kleinigkeiten aufhalten. Kleine Kleinigkeiten. So, da kommt jetzt auch noch einer rein. Das ist mir jetzt hier Wumpe. So. Halten wir mal eben fest. Ab. Gib mal eben her. Ich
wir ja nicht ewig rennen müssen. Zack, zack. So, das ist soweit. Ups, es laggt. Unterbreche ich jetzt kurz. Ja, einen Augenblick bitte.